Herr Kaiser, haben Sie es auch auf OE24 gesehen oder wurden Sie vorausinformiert? Ich habe es aus meinem Handy gesehen. Ich war beim Goldi-Skisprung Cup bei uns in Villach im nordischen Zentrum und bin davon etwas überrascht worden. Ich habe bekannterweise gerade eine halbe Stunde vorher in einer Presseaussendung noch einmal aufgefordert, dass es einen raschen Gipfel Experten, Bundesregierung, Landeshauptleute kommen soll, um über die nächsten koordinierten Öffnungsschritte gemeinsam zu beraten. Offensichtlich gibt es eine neue Arbeitsteilung auf Seiten der Bundesregierung. Schlechte Nachrichten, Verschärfungen, die Bevölkerung ansprechen, die sollen gemeinsam mit den Landeshauptleuten verkündet werden. Wenn es etwas Erleichterndes gibt, dann kann das die Bundesregierung allein. Eine Arbeitsteilung, die lange Zeit unerfolgreich war. Wie sehen Sie denn die Öffnungen generell, Herr Landeshauptmann? Das ist also ein Drei-Stufen-Plan. Die Sperrstunde fällt am nächsten Samstag, die 2G-Regel im Handel fällt am Samstag drauf und die 2G-Regel in der Gastronomie und in den Hotels fällt dann am 19. Februar. Ist das richtig so oder hätten Sie anders entschieden? Ich denke, die Tendenz ist völlig richtig. Die Erleichterungen sind spürbar. Ich hätte nur gerne etwas mehr Koppelung an Zahlen, an Inzidenzen, an Fallzahlen, an den jeweiligen Stand dieser Omikron-Welle oder Wand gehabt. Wir sind mit Daten vorgegangen oder die Bundesregierung ist mit Daten vorgegangen, Woche, Woche, Woche. Es ist zu akzeptieren, aber ich glaube, was ein bisschen fehlt, ist die Vermittlung mit einer Gesamtstrategie. Dazu gehört auch die Anknüpfung an die Appelle, sich impfen zu lassen, an die Impfpflicht und an die Situation, dass man auch heute bereits am Morgen den nächsten Herbst, die nächste Saison zu denken hat und daher auch in Richtung Impfung jedenfalls noch organisatorische Verbesserungen notwendig sind. Derzeit ist es ja so, dass viele administrativen Schritte letztlich von den Ländern und den Bezirksverwaltungsbehörden zu absolvieren sein werden, weil es auf Bundesebene so manche nicht gelöste Problematik gibt. Ich verweise auf die Einspielungen im EDV-Bereich. Herr Landeshauptmann, die Verlängerung der Sperrstunde auf 24 Uhr finden Sie richtig? Ich glaube, man hätte das auch in Teilschritten machen können. Es ist hier ein Datum gewählt worden, aber prinzipiell denke ich, dass eine solche Sperrstundenverlängerung in absehbarer Zeit zu kommen hat. Die Regierung hat sich bereits jetzt auf ein Datum geeinigt. Das ist jetzt einmal vorweg so festgelegt. Die Öffnung des Handels für Ungeimpfte, also dass dort kein 2G mehr gilt, sondern dass man schlicht und einfach ohne Kontrolle mit einer FFP2-Maske wieder einkaufen darf, auch im Möbel- und Elektrohandel, im Modehandel, finden Sie richtig? Ich hätte mir hier gewünscht, ich finde es im Prinzip richtig, dass diese Lockerungen kommen. Ich hätte mir nur gewünscht, dass man auf verschiedene notwendige weitere Schutzmaßnahmen wie die FFP2-Maske, aber auch die Eigenverantwortung, sich, wenn man in der Öffentlichkeit mit Leuten zusammentrifft, das gilt für Gastro genauso wie für Handel und alle anderen Bereichen, Veranstaltungen, auch eine Eigenverantwortung dahingehend sieht, dass man sich mit Antigentests auch überzeugt, dass man selbst nicht infektiös ist. Ich glaube, das wäre Teil so einer Gesamtstrategie, dass man versucht, Lockerungen bei trotzdem parallel dazu laufenden Vorsichtsmaßnahmen einzugehen. Und dass die Hotels und die Gastronomie erst ab 19. Die Ungeimpften reinlassen dürfen, was natürlich vor allem für den Kärntner Fremdenverkehr ein bisschen ein Problem ist mit den 2 Semesterferienwochen vorher, das stört Sie oder das ist richtig so? Ich glaube, wenn wir eingebunden gewesen wären, dann hätten wir die unterschiedlichen Semesterferienbeginne und damit zusammenhängenden Erwartungshaltungen auch ein bisschen aufeinander abstimmen können. Aber auf der einen Seite freue ich mich, dass es auch so etwas wie Wintererlebnis, Wintersportausübung gibt. In dem Zusammenhang hätte ich mir aber auch gewünscht, dass wir in dem Bereich Sport, Sportvereine, Breitensport, aber auch Kultur diese Erleichterungsschritte auch ein bisschen begründet. Die Erweiterung von 25 auf 50 ist ein erster Schritt. Ich denke aber, dass wir eine Art permanenten Prozess brauchen, wo nächste Perspektiven wieder gestellt werden.
Gut, danke, Herr Landeshauptmann. War spannend. Zusammenfassend kann man sagen, Sie sind einigermaßen sauer auf die Bundesregierung, dass Sie nicht vorinformiert wurden, dass Sie diesmal nicht eingebunden wurden. Und Sie haben es so wunderbar auf den Punkt gebracht. Wann negative Informationen verkündet werden, sind die Landeshauptleute immer an erster Front dabei. Wenn es positiv ist, machen das Nehammer und Mückstein alleine. Und das ärgert Sie heute, richtig? Ich würde es etwas vornehmer formulieren. Die Maßnahmen sind besser als der Stil. Gut, danke vielmals, Herr Landeshauptmann. Schönes Wochenende noch. Und letztendlich sind wir doch alle froh, dass die Maßnahmen letztendlich zu Ende gehen. Danke, Landeshauptmann Kaiser.